Das Affenpockenvirus breitet sich weiterhin in Europa aus. Österreich hat seinen ersten bestätigten Affenpockenfall gemeldet, der in Wien entdeckt wurde. Auch in Deutschland wurden erste Infektionen gemeldet. In Belgien wird eine Quarantäne von 21 Tagen für die Infizierten vorgeschrieben. Hochrisikokontakte sollen mögliche Symptome kontrollieren. Eine Pflicht zur Isolation besteht nicht. In Großbritannien werden infizierte Personen ebenfalls aufgefordert, sich 3 Wochen lang zu isolieren. Zudem wird eine Impfung angeboten. Bei den meisten Infizierten seien die Symptome jedoch relativ mild, aber da täglich neue Fälle gemeldet werden, hat die britische Regierung damit begonnen, Vorräte an Pockenimpfstoff aufzukaufen. Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, ECDC, sind Portugal, Spanien und Großbritannien die Länder, in denen sich die Krankheit bisher am stärksten verbreitet hat.